Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal wieder ein Video für euch, in dem es nicht um Serien und Filme und sonst irgendwas geht. Wobei, keine Gewähr, es kann natürlich immer noch sein, dass ich plötzlich anfange, über irgendwas zu fangirlen. Aber eigentlich ist es mehr geplant, euch so ein kleines Update zu geben von mir über mein Leben, was so bei mir abgeht. Ich weiß auch nicht. Ich dachte, das ist echt mal wieder an der Zeit. Es ist nämlich irgendwie so, dass in letzter Zeit weniger Videos kamen als noch vor einem Jahr oder sowas. Und ich weiß nicht, ich dachte, ich muss irgendwie mal drüber reden mit euch. Weil ich finde es voll schade. Also ich mache wirklich super, 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 super gerne YouTube und auch Instagram und sowas. Wenn ihr mir da übrigens noch nicht folgt, dann folgt mir mal da, weil da poste ich regelmäßig Fotos. Ja. Und Insta-Story und so ein Stuff. Wäre auf jeden Fall cool. Und ja, ich weiß auch nicht. Es ist einfach so, dass ich schon seit einem halben Jahr jetzt eigentlich, also seit September, einen Job habe. Ich habe eine Festanstellung. Ich mache in einer Firma so Online-Stuff, Social Media, neue Medien und Unternehmenskommunikation, ganz viel mit Texten und sowas und bisschen Marketing-Schissel und so, und es ist richtig cool. Also ich könnte mir irgendwie keinen cooleren Job so für mich vorstellen, außer natürlich vielleicht Serientester bei Netflix oder so. Das wäre auch was, ne? Das wäre auch was. Wie auch immer, jedenfalls habe ich einfach einen Job und ich habe einfach nicht mehr so viel Zeit wie früher, weil als ich studiert habe, da hatte ich eindeutig mehr Zeit, weil, ja gut, man muss halt sagen, man muss es ganz ehrlich sagen, Uni war bei mir jetzt nicht unbedingt Platz 1 und ja, ich war halt dann in der Uni, wenn ich sein musste und so, und habe halt natürlich auch die Sachen gemacht, die ich musste und so, und meine Noten sind ja auch okay und alles, ne? Also es passt schon alles so, aber wenn man halt arbeitet, dann ist es halt alles ein bisschen anders. Und hinzu kommt einfach noch, dass ich meinen Freund habe, mit dem ich öfters mal was mache, so hin und wieder. Dann tanze ich theoretisch noch, wobei ich da auch gerade so eine kleine Pause machen muss, weil ich ja, das hatte ich glaube ich irgendwann mal in einem Video am Rand erwähnt, ich hatte einen Bandscheibenvorfall und keine Freude, Leute, keine Freude, Rückenschmerzen des Todes. Ja, Physio habe ich bekommen und ich muss zu Hause halt immer so Übungen machen. Und ja, mittlerweile ist es wieder okay, also im Alltag tut es eigentlich gar nicht weh. Wenn ich trainiere und Sport mache, dann ist es noch ein bisschen dangerous, aber da wage ich mich jetzt demnächst auch wieder ran. Aber deswegen trainiere ich halt momentan nicht so viel, weil ich tanze Hip-Hop, wer es nicht weiß. Und das ist bei mir momentan auch so ein bisschen, ja, ich mache einfach so ein bisschen langsamer. Ja, das mache ich, und dann will ich ja auch noch hin und wieder was mit meinen Freunden machen. Und ja, es sind einfach so viele Sachen, die bei mir im Leben so abgehen. Und deshalb kommt YouTube manchmal ein bisschen zu kurz. Ja, deswegen schaffe ich es einfach nicht, zwei Videos jede Woche irgendwie hochzuladen. Manchmal nicht mal eins, wenn ich dann auch noch krank werde oder sonst was ist. Und das finde ich dann einfach voll schade, weil, ja, ich mache voll gerne YouTube. Und ich will auf jeden Fall versuchen, wieder ganz viele Videos hochzuladen und zu drehen und so. Ja, also zu drehen und zu hochzuladen. So in dem, ne, ihr, ne, wie auch immer. Außerdem habt ihr vielleicht auch gemerkt, dass ich einfach so in den letzten Monaten auf meinem Kanal mehr in diese Film- und Serien-Popcorn-Time-Richtung gehe und eben weniger von diesen ganzen DIYs und Hacks. Und das heißt, ich werde mich eben eher so auf diese Richtung von Videos, also eben über Serien, über Filme, über von mir aus auch noch manchmal Bücher vielleicht oder Fandoms oder halt dieses ganze Universum so spezialisieren und auf jeden Fall eher weggehen von diesen ganzen anderen Sachen, diesen Beauty-Sachen oder sowas. Ab und zu kann es natürlich sein, dass ich es auch mal verbinde. Also wenn ich zum Beispiel irgendwelche Frisuren zeige aus Riverdale oder sowas, ne? Oder wenn ich irgendwie ein Outfit nachstyle oder sowas. Also ich will nicht sagen, dass ich gar nicht mehr irgendwie sowas in dieser Richtung machen werde, weil werde ich bestimmt halt nicht mehr so wie früher, ne? Also ich will einfach eben mehr so diesen Serienschissel machen. Und ich glaube, dass viele von euch das cool finden werden. Ich denke, dass auch viele sagen werden, oh nein, das finde ich total doof und ich deabonniere dich jetzt. Dann ist es einfach so, wie es ist. Aber ja, ich will einfach das machen, worauf ich Lust habe, und das sind halt einfach Serien und Filme. In diesem Zuge, falls ihr irgendwelche Videowünsche habt oder Formatideen oder irgendwas, was euch irgendwie im Kopf rumschwirrt, für meinen Kanal irgendwie, wenn ihr sagt, oh mein Gott, Maren, du musst unbedingt so ein Video drehen, dann schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Also alles, was ihr so, keine Ahnung, gerade im Laufe dieses Videos
denkt, fühlt oder mir einfach sagen wollt, keine Ahnung, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Da bin ich sehr gespannt, was ihr so allgemein zu meinem ganzen Update-Schizzle-Diddle sagt. Und genau, also wenn ihr irgendwie auch Serien habt, wo ihr sagt, okay, Maren, mach ein Video über Riverdale oder so. Ich meine, ich weiß, dass ganz viele von euch wollen, dass ich über Riverdale Videos mache. Aber wenn ihr konkrete Ideen habt, zum Beispiel, mach ein Video über deine Lieblingscharaktere aus Riverdale, dann schreibt mir das mal. Also jetzt nicht unbedingt das, aber halt, ihr wisst schon, was ich meine. Irgendwas Konkretes. Denn ich will auf jeden Fall in nächster Zeit mehr Videos produzieren. Denn ich finde es irgendwie doof, wenn ich nur eins in der Woche hochlade. Manchmal schaffe ich halt nur eins oder gar keins, aber ich versuche wirklich mehr zu machen. Ich verspreche es euch. Ich kann es nur versprechen, dass ich es versuche, aber versuchen werde ich es. Ansonsten, wenn ihr dieses Video jetzt gerade seht, ist ja Mittwoch und ich bin momentan, also deswegen antworte ich vielleicht jetzt genau nicht auf deinen Kommentar, weil ich überhaupt nicht am PC bin, weil ich gerade in London bin. Was? Ich bin in London? Was? Okay, wie auch immer. Jedenfalls bin ich ein paar Tage jetzt gerade, wenn ihr das seht, in London mit meinem Freund. Wir gehen ein bisschen hier in die Harry Potter Studios und machen Sherlock-Touren so ein Stuff und gucken, was so in London geht. Deswegen folgt mir auf Instagram. Vielleicht haben wir irgendwelche coolen Sachen in unseren Insta-Stories gepostet oder so. Da freue ich mich schon mega drauf. Oh ja, oh ja. Und ansonsten, was ich dieses Jahr auch noch so vorhab, ist, dass ich die Cindy, die kennt ihr bestimmt auch noch, wenn ihr mich schon länger verfolgt. Ich verlinke ihren Kanal und ihr Instagram auch mal in der Infobox. Schaut mal bei ihr auf Instagram vorbei, die macht echt coole Fotos, weil sie jetzt momentan in Lissabon ist, zu einem Auslandssemester. Und ich werde sie besuchen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also Cindy, wenn du das Video siehst, hi. Demnächst gehe ich auch noch nach Nizza, eine Freundin besuchen und, oh Leute, dieses Jahr ist irgendwie cool. Also, es ist zwar schon fast April, das ist ein bisschen erschreckend, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber es ist schon sehr viel passiert bei mir. Coole Sachen eigentlich, bis auf meinen Bandscheibenvorfall. Aber, sonst ist es eigentlich echt cool, ich kann mich nicht beschweren. Und es kommen auch noch ziemlich coole Sachen dieses Jahr. Also, abgesehen von den ganzen Reisen, also fast Reisen, es sind immer nur so ein paar Tage, wo ich weg bin, aber abgesehen davon gibt es auch noch ein paar andere coole Sachen und auch Sachen, wo ihr eventuell auch daran teilhaben könnt oder so, wie auch immer. Aber das kommt alles noch. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das war es eigentlich auch schon. Also ihr wisst Bescheid, dass ich halt einfach mega viel Stress habe. Oh, man sollte noch erwähnen, weil ich immer wieder die Frage bekomme, Maren, wie sieht es mit deinem Studium aus, blablabla. Ja, das ist so, ich bin mit meinem Studium eigentlich, ja, ich bin eigentlich fertig. Also ich habe im Hauptfach Germanistik studiert und im Nebenfach Skandinavistik, so. Und ich bin eigentlich fertig. Ich muss zwar noch so was Kleines abgeben bis Ende des Monats, aber das ist nicht so viel Aufwand. Und dann bin ich eigentlich mit meinen Pflichtseminaren, Vorlesungen etc. fertig. Und ich muss nur noch, also der letzte Teil einfach ist die Bachelorarbeit. Aber die schreibe ich erst, wenn der Sommer vorbei ist und es nicht mehr so warm ist. Also, der Sommer kommt zwar erst noch, aber ich habe keinen Bock, wenn ich jetzt irgendwie so im Juli meine Bachelorarbeit schreibe, dann ist es ja warm und dann, nee, irgendwie nicht. Also, weil es ist jetzt auch nicht so, dass ich sie so schnell wie möglich schreiben muss. Ja, deswegen werde ich sie, wenn alles hinhaut, im Herbst, Winter irgendwie schreiben. Keine Ahnung, ich habe noch keinen Dozenten, ich habe noch kein Thema, ich weiß noch gar nichts. Ich weiß nicht mal, wie man so eine Bachelorarbeit anmeldet. Vorzeigestudent Nummer 1, würde ich sagen. Aber das ist egal, ich werde mich dann noch reinlesen und mir noch ein paar coole Themen überlegen oder so. Ja, mal schauen, aber weil immer wieder Leute fragen, ich bin theoretisch fertig, nur noch die Bachelorarbeit und die ist dann so Herbst, Winter und danach bin ich komplett fertig, ganz komplett fertig mit meinem Studium. Und das, oh mein Gott, Leute, dann mache ich immer eine Party, ne? Ihr könnt mir einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr so sagt, ob ihr irgendwelche Videowünsche oder Videoideen oder was auch immer, was Formatwünsche, Ideen habt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Alles, was euch einfällt, einfach mal reinballern. Da freue ich mich drauf, das alles durchzulesen. Ja, wie gesagt, wundert euch nicht, wenn ich jetzt nicht gleich irgendwie heute oder morgen oder so auf eure Kommentare antworte, aber ich bin einfach nicht in Deutschland und will dann eigentlich auch nicht am Laptop hocken und die Kommentare beantworten. Deswegen werde ich es aufs Wochenende verschieben. Genau. Und
gut, was gibt's noch zu sagen? Abonniert mich, wenn ihr regelmäßig Videos von mir sehen wollt. Zu Serien, Filmen, etc. Bliblablu, pipapo, blablablu. Und ja, folgt mir auf Instagram. Wie oft habe ich das in dieses Video gesagt? Das ist ein bisschen doof, ne? I'm sorry. Aber folgt mir auf Instagram! Ansonsten, ja, würde ich sagen, das war's jetzt. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Mittwoch. Und ihr habt noch eine schöne restliche Woche. Am Sonntag kommt mein nächstes Video. Und ja, ne? Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, ne? Tschüss!